time to be off the potty. Hey Leute, Fix hier und herzlich willkommen zu meinem ersten Real-Life-Vlog-Video. Heute mal unterm Schreibtisch, hier steht mein Schreibtisch. Neben meinem PC sitze ich gerade, denn ich habe mir ein paar Teile bestellt. Als erstes mal großes Dankeschön an Magic Spyro, die Hand Gottes, an alle Twitch-Donations. Ohne euch alle hätte ich mir die Sachen nicht bestellen können. Richtig cool von euch. Ich habe nie gedacht, dass ich mir irgendwie mal sowas bestellen kann, allein vom Gaming her. Und ja, erstmal Dankeschön an alle, die was donated haben. Jeder Euro hat mir geholfen, wirklich. Und ja, ich zeige euch jetzt am besten mal, was ich bestellt habe. Ihr wisst ja gar nicht, um was es sich handelt. Und ja, wir haben einmal den Intel Core i7 6900 Prozessor, glaube ich. Nein, 6700K. Ja, wer weitere Informationen will, soll am besten in die Beschreibung schauen. Da habe ich dann alles verlinkt. Und wir haben noch ein neues Mainboard, weil der Prozessor passt nicht in mein altes Mainboard rein. Da muss dann natürlich ein neues Mainboard dazu. Und ja, ich würde sagen, ich baue das jetzt mal hier in meinen PC ein. Der steht hier schon neben mir. Da habe ich schon die Seite aufgemacht. Dann baue ich das schnell ein. Und danach zeige ich euch mal, was ich alles in meinem PC drin habe. Und die Sachen sind natürlich alle in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr irgendwelche Informationen braucht. Ich glaube, ich werde nicht alles verlinken. Ich werde halt die wichtigsten Dinge verlinken, wie Mainboard, Grafikkarte und RAM. Und Prozessor. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, ich mache so eine coole Einstellung mit Zeitraffer und so. Und ja, bis gleich. Die kann ich eigentlich auch mal zeigen. Das ist die Radeon HD 6900. Ich weiß nicht, ob es gerade scharf ist. Auf jeden Fall ist es die Radeon HD 6950 und ja, so schaut eine Grafikkarte aus, für alle, die es noch nie gesehen haben. Aber das kann ich euch jetzt auch nochmal ganz schnell zeigen. Hier sind meine Arbeitsspeicherriegel. Ich habe zweimal hier 4 GB und zweimal 8 GB. Also insgesamt habe ich 24 GB RAM in meinem PC. Mein alter Prozessor konnte es nicht alles nutzen und ich hoffe, der neue Prozessor wird das benutzen können. Ich bin mal gespannt. Wir bauen jetzt mal das neue Mainboard noch ein und dann, ja, bis gleich. When I close my eyes before going into the universe, I think about the moment we were hoping wouldn't end. Because I never knew it was my imagination. I never wanted to say what I said, I just wanted an explanation. So, ich habe euch jetzt mal in der Hand, denn ich zeige euch jetzt mal, wie mein PC von innen ausschaut. Von außen, ja, ganz normal schwarz. Ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwelche LEDs, die ich da noch irgendwie dran gemacht habe oder so. Da habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf. Weil wenn ich den manchmal über Nacht laufen lasse zum Rendern, dann ist es zu hell einfach.
Okay, dann haben wir hier einmal die Grafikkarte. Wie schon gesagt, war schon ziemlich dunkel, ne? Ja, wie gesagt, die Grafikkarte steht unten in der Beschreibung. Radeon 6950, glaube ich, ist die. Dann haben wir hier meinen Prozessor eingebaut mit Kühlung. Dann haben wir hier meine RAM-Riegel. Wie ihr schon vorhin gesehen habt, habe ich euch ja schon gezeigt. Haben wir alles angeschlossen, da Lüfter, dies, das, bla bla. Und dann haben wir hier noch meine Festplatten. Ich weiß schon, es ist ein bisschen Kabelchaos, aber ich scheiße einfach drauf, wie der von außen ausschaut. Okay, wir haben hier nämlich, ich weiß gerade gar nicht, welche das ist. Ich habe eine 3 TB Speicherkarte, dann habe ich hier noch 120 GB für mein Windows und dann habe ich, glaube ich, noch eine 250 GB SSD. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ja, genug Speicherplatz haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch unser Ding, unser Netzteil und sonst war es das eigentlich. Ich glaube, ich baue da jetzt mal die Klappe drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meinen PC komplett eingebaut. Wer weitere Informationen will, soll einfach in die Videobeschreibung schauen. Da schreibe ich einfach alles rein, was in meinem PC drin ist. Und ja, ich hoffe, euch hat der kleine Real-Life-Vlog gefallen. Keine Ahnung, was das war. Und wenn ihr noch mehr so Sachen sehen wollt, vielleicht zeige ich mal mein Gaming-Equipment. Dann könnt ihr natürlich das auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch einen Daumen oben da lassen. Ich würde mich mega freuen. Und ja, danke fürs Dabeisein. Danke an die ganzen Donator. Und wir sehen uns dann beim nächsten Gaming-Video. Mit mehr Power! Yeah! Tschüss! Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren DM-Haul. Ich fühle mich hier gerade wie so eine Beauty-Queen. Tschüss.